Du brauchst doch einen zweiten Fahrer, oder nicht? Ich wollte dir klar machen, dass man es nicht erzwingen kann. Wenn du es trotzdem versuchst, das kann ich doch nicht wissen. Was ich einmal anfange, das bringe ich auch zu Ende. Gut. Sie brauchen einen neuen Wagen. Und um sich den kaufen zu können, fahren Sie mit uns nach Teheran. Sie müssen mir nur Ihre Bedingungen nennen. Ich fahre die große Tour nicht mehr. Da gehe ich lieber zur Müllabfuhr. Habe ich gute Gründe dafür. Meine Bedingung? Ich habe nur eine. Aber die könnt ihr mir nicht erfüllen. Was denn? Eigenen Wagen. Was? Meine Bedingung ist, dass ich auf meinem eigenen Wagen fahre. Meinen Namen. Sollt ihr dir einen Wagen schenken? Ich habe doch nichts von schenken gesagt. Ich sag nur, ich fahre nicht. Außer auf meinem eigenen Wagen, das ist alles. Wissen Sie, was so ein Lastwagen kostet? Ja, der Scania 106.000, der Volvo 112, der Mercedes 118. Komm, vergiss es. Ich konnte doch nicht wissen, dass du spinnst. Was machst du denn noch hier? Na, was wohl? Du, vom ewigen Nachrechnen wird das auch nicht mehr. Wenn ich bloß die Außenstände reinkriegen würde, dann ging's mir bestens. Aber ich krieg sie nicht. Ist wie verhext. Als hätte sich alles verschworen gegen mich. Ich geh noch mal ins Elvira-Stübchen. Ich treib bestimmt irgendwen auf. Kannst dir sparen, da war ich schon. Die sind alle krank. Ich schaff das schon irgendwie, Sylvia. Verlass dich auf mich. Warum machst du das eigentlich alles für mich? Ich hetze dich von einer Tour in die andere. Jetzt schon wieder, du kannst dich nicht mal ausschlafen. Sag mal, warum hast du damals eigentlich nicht aufgehört? War doch ohnehin allen klar, dass das hier nicht weitergeht. Mensch, weil es mir Spaß macht zu arbeiten, kann ich mal einen Schluck von dem Kaffee? Und Geld zu verdienen. Und dann auch, weil ich dir helfen will. Ich habe nach seinem Tod so lange hier rumgewurschtelt. Und jetzt stecke ich drin. Aber ich muss da auch alleine wieder raus, also lassen wir das Thema für heute, ja? Ja. Tja, was machen wir nun mit dem angebrochenen Abend? Ich will nochmal mit ihm reden. Mit wem? Mit Willers. Ach so. Ich dachte, wir würden zusammen irgendwo essen gehen. Kannst ja mitkommen, wenn du willst. Ich habe mich um 9 mit ihm im grünen Baum verabredet. Verabredet? Versprichst du dir noch was davon? Das war immer dieser Traum. Hohe Palmen, bunte Blumen, ein Strand so weiß wie Schnee. Das ist ein Möchtegern-Rennfahrer. Da fehlt sie noch. Der ist größenwahnsinnig. Wie spät hast du es? Gleich 10, warum? Wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil rüber. Mit Kerzenschein und Geigenklang. Wenn ich mir das schon vorstelle. Es ist ein richtiger Aufreißertyp. Und wenn unsere Chefin ein Chef wäre, wäre er längst weg. Wie meinst du denn eigentlich? Den Rentsch haben wir. Weißt du? Kerzenschein und Geigenklang. Oh. Diese Spätlese ist aber ein feuriges Tröpfchen, meine Liebe. Weißt du? Auf die Tour. Naja. Ja, machen wir. Was und trinken? Mögen Sie ein Wein? Danke, ich mache mir nicht viel aus. Wein, lieber ein Bier. Dann 2 Bier, ja? Gerne.
Es wirft mich zwar um Stunden zurück, aber bring mir mal einen Mokka. Sie wollen mich? Ich kann nicht. Allerdings, wenn Sie mich so in die Enge treiben, dann will ich auch nicht mehr. Ich habe langsam das Gefühl, dass Sie meine Situation ausnutzen wollen. Das ist doch Unsinn. Ich habe meine Macke, weil ich mich nicht mehr anstellen lassen. Na gut. Dann schlage ich Ihnen vor, wie wir trotzdem zusammenkommen können, dann machen Sie nicht mit. Mir ist das Risiko zu groß. Risiko? Das Risiko ist nicht größer, als wenn ich im Lohn fahre. Im Gegenteil. Sie wollen Ihre Unabhängigkeit. Ich will meine. Ist doch okay so, oder? Und ich soll Ihnen Ihre Unabhängigkeit finanzieren. Ich glaube, der Grund ist eher, dass Sie mir nicht trauen. Dem Mestong zum Beispiel. Ja, Mestong fährt seit 22 Jahren für uns. Eben. Und von mir wissen Sie nur, dass ich bei Sengle in so einem krummen Ding gesteckt habe. Sicher, viel mehr ist es ja auch nicht. Und Sie verlangen von mir, dass ich... Entschuldigen Sie. Schon vergessen. Ich mache die Firma noch nicht lange und... Ich brauche viel Zeit, bis ich Menschen kennenlerne. Tja, aber wenn wir uns so viel Zeit lassen, dann kommen wir nie pünktlich nach Teheran. Ich fahre ja auch nicht nach Teheran. Ja, Mestong und ich. Vorausgesetzt, wir einigen uns. Ja. Mich würde interessieren, was Mestong dazu meint. Warum ist er Ihr Chefberater oder was ist er bei Ihnen? Er war der beste Freund meines Mannes und hat mir nach seinem Tod sehr viel geholfen. Ach so. Er hält mich für einen Spinner, weil ich ihn in Volvo abkaufen will, ne? Abkaufen ist ja wohl gut. Ja, teilweise erstmal, ist ja klar. Ich sehe da keinen Weg. Was denken Sie denn jetzt? Ich denke, dass Sie am Montag keine Firma mehr haben, wenn wir bis dahin nicht Richtung Teheran unterwegs sind. Dass sie mir den Wagen erstmal finanziert. 20.000 kann ich mitbringen, wenn ich meine Werkstatt verkaufe. Den Rest soll sie über die Bank besorgen. Weiß nicht an. Und ist das alles, worauf ihr gekommen seid? Ja, wieso? Sie beißt. Verzeihung. Sie beißt nicht an, sagst du? Ich weiß auch warum. Weil sie der alten Geschichte mit dem Sengler immer noch nicht traut. Tja. Und eigentlich hat sie auch recht. Einerseits. Jetzt glaubst du es auch schon, ne? Nein. Aber sie hat recht, wenn sie sagt, dass sie dir mit dem Rest der Finanzierung nicht helfen kann. Sie hat nämlich keine Mühle Mark mehr. Und von der Bank kriegt sie auch keinen Pfennig. Aber sie hat Unrecht, wenn sie dein Geld nicht annimmt. Wieso? Na, du kannst doch 20.000 aufbringen, hast du jedenfalls gesagt, stimmt's? Ja, in etwa. Siehst du. Moment, was bin ich? Also die Multis und ich, wir verdienen unser Geld nämlich so im Rumsitzen. Ich wollte vorhin sagen, sie hat doch diesen Volvo auf dem Hof stehen, den sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Außer du fährst ihn. Also können wir ihn doch verkaufen. An mich? Ja.
Sie kriegt 20.000 Mark in die Kasse, kann ihre laufenden Verpflichtungen davon ausgleichen und den Rest finanziert sie dir halt irgendwie über die Bank. Franz, du bist ein Ass. Ja, so würde ich es jedenfalls machen. Aber wenn sie nicht will, kann man nichts machen. Wer sich nicht helfen lassen will, dem muss irgendwie geholfen werden. Hey, Franz! Moment, gleich. Morgen, Annette. Morgen. Morgen. Morgen, Silvia. Ich muss dich sprechen. Franz, was gibt's denn? Morgen, Herr Willis. Morgen. Er hat dir gestern vorgeschlagen, dass ich ihn als Partner hereinnehme und das habe ich ab... Ich habe von Partnerschaft kein Sterbenswörtchen gesagt. Nein, er hat nur gefordert, dass du ihm den Wagen finanzierst. Ich meine, du solltest auf seine Bedingungen eingehen. Verkauf ihm den Volvo. Was sollen wir damit? Dann kommt wieder Geld in die Kasse und der Laden läuft weiter. Aber Franz, ich kenne Herrn Willis doch kaum. Aber ich? Er ist in unserer Situation die Chance. Nein, ich kann nicht. Du musst. Wie bitte? Ich sag das nicht gerne, aber wenn du ihn nicht mit reinnimmst, fahr ich auch nicht. Ja, aber du hast doch gestern gesagt... Ja, und heute sage ich dir, dass ich gestern keinen anderen Mann gefunden habe. Wenn du ihn unter seinen Bedingungen nicht reinnimmst, fahr ich auch nicht. Was soll ich denn auch alleine? Ist das eine richtige Erpressung? Nein. Die einzige Möglichkeit. Und ihr zwei seid euch einig, was? Logisch. Müssen wir nach Teheran, ja oder nein? Sag mal, wem von euch beiden gebe ich jetzt eigentlich nach, wenn ich Ja und Amen sage? Dir? Oder Ihnen? Keinem. Deiner eigenen Vernunft. Okay, die Karre geht. Glauben Sie denn? Na, man weiß nie, was einem so eine Speditionsfirma alles andreht. Fast alle kriminell, die Burschen, ne? Ein Glück, dass ich kein Bursche bin. Kann man wohl sagen. Sonst wäre ich ja wohl auch kaum zu meinem eigenen Wagen gekommen, oder? Du hast einen Charme. Wie ein Container. Also, Prost zusammen. Also, Prost, Silvia. Prost. Prost, Günther. Herr Willers. Prost, Silvia. Junge, Junge. Tja, seit wir nun endlich einen Rennfahrer in unseren Reihen haben, nehmen wir nur noch knallharte Terminfracht an. Und fahren auf der Ideallinie nach Teheran und mit Powerslide oder wie das heißt, zurück. Bis euch die Socken glühen, das sehe ich schon. Und von der Prämie kaufe ich mir in 1-2 Jahren meinen Rennwagen und überlasse euch wieder eurem traurigen Schicksal. Ja, und wenn er dann Sieg an Sieg reiht, werden wir sagen, wo hat er das alles gelernt? Bei uns. Gelernt? Ja, fertig. Danke. Ja, also ich mache jetzt das Kanä fertig. Maxi, du fährst dann zum Zollamt, die Ladung verblompen. Und ihr beide legt euch aufs Ohr. Morgen geht's los. Ich habe eine Sonntagsfahrerlaubnis bekommen. Ihr habt also einen Tag gewonnen. Ach, du bist ein Schatz. Er hat recht. Mittermann. Morgen, Mäxchen. Ich muss Ihnen was sagen. Ich glaube nicht, dass der kommt. Wer? Der Willers. Der kommt nicht mehr. Der hat sie reingelegt. Ja, aber wieso denn? Ich habe Leute von Sengle gesprochen. Wissen Sie, was die mir erzählt haben? Der Willers hat überall damit angegeben, dass er einen eigenen Wagen fährt.
und soll darauf einen Kredit genommen haben, bei einer Bank. Insgesamt 60 Mille. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Das ist wohl möglich. Der Wagen läuft auf seinen Namen. Er hat persönlich ja keine Schulden mehr, die haben sie ihm ja abgenommen. Und für 60 Mille kriegt er den Sportwagen, den er haben wollte. Um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein. Stimmt irgendwas nicht? Doch, doch. Maxchen, alles klar? Die Bremsen sind okay, hab alle nachgesehen. Kann nicht schief gehen. Sag mal, du hast doch irgendwas. Pass auf in der Sachskurve. Ja, ja, ich weiß schon. Okay. Ja, ich sag's nur, das ist ja mein Wagen. Ja, ist ja gut. Ciao, mach's gut. Also, dein Bro. Und auf der Nummer 13, Günther Willers. Trainingszeiten von 3,2, 3,4 und 3,25. Bei ihm zu Hause nichts, in der Kneipe nichts. Kein Mensch weiß, wo er ist. Ist ja klar, dass er sich erstmal dünner macht mit 60 Mille. Das ist ja nun Quatsch. Das macht er nicht. Offensichtlich. Deswegen ist er ja auch hier und fährt. Ich bin in einer Stunde wieder da, dann fahren wir. Wo willst du denn hin? Der Fahrer mit der Nummer 13 ist der Sieger des ADAC-Pokals, Günther Willers. Danke. Gehört ja uns beiden jetzt. Spitzenwagen. Tschüss. Ciao. Na, was habe ich dir gesagt? Also, gratuliere. Danke. Fahren wir? Wenn du willst, bis Singapur. Ja, auch ein Spitzenwagen. Der von der Chefin. Ach, du meinst meine Partnerin. In der Klasse ja. Und in anderen Klassen? Keine Siege, Sir. Bist du zufrieden? Ich bin drüber weg. From the flood, so I started to pray, though
face each other and a foggy night. Shine a light in the morning and a light at night. And if a thing goes wrong, you better make.